Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 6.04.2021. Damit den ersten Handelstag nach dem Osterfeiertag wieder. Der DAX öffnet dann auch ganz normal, nachdem die Amerikaner ja schon am Freitag und am Montag ja insbesondere auch gehandelt haben. Wir hatten zum letzten Video für den Donnerstag darüber gesprochen, dass unser DAX definitiv noch zu viele Shorts gegen sich stehen hat, dass da noch Druck ist, und ich habe gesagt, dass ich mit so einem Donnerstag deswegen ganz gut vorstellen könnte, dass man das erste Mal sich richtig entladen sieht, ja. Also dass man merkt, dass er oben rauszieht, dass er wirklich richtig mit Druck oben reinspringt, um die Leute einfach rauszuhauen. Ne? Wir haben da so ein bisschen so paar Marken einfach in den Raum geworfen, wo wir gesagt haben, und das wäre durchaus legitim, dass er das noch holen kann, sei das die 15,1,15, sei das eine 15,1,50 gewesen, muss man ein bisschen, nee, ich würde das jetzt trotzdem so lassen, 15,1,80 rum hier. Ihr seht, die Marken oben sind jetzt ein bisschen angepasst, aber wir haben auch drüber gesprochen, über selbst die Bereiche, die erreichbar sind, oben um ja 15,270, 15,320, immer weiter dann eben oben Richtung Tages. Ja, im Tagesstart haben wir drüber gesprochen, über den Keil, der hier eben von unten noch angelaufen werden kann, der dann als nächstes, ja eigentlich erst wirklich wichtiges technisches Instrument hier wieder kommt, dadurch, dass der Markt ja auf neuen Allzeithochs steigt, hat er keine wirklichen Widerstände, die ihn dort bedrängen. Und das sind jetzt eben, kommen jetzt hier wirklich eben interessante Bereiche. Wir haben ja diese 13, die 15,350, wir haben darüber dann die obere Kante, die so im Bereich 15,480, 15,460. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich die untere Kante die ist, die wichtig ist. Na, also die untere Keilkante quasi im Pullback noch einmal anzulaufen, das wäre durchaus so ein Bereich, von dem der DAX dann durchaus auch wieder ein bisschen reagieren könnte. Wir haben das hier schon so ein bisschen vorgezeichnet gehabt, dass das durchaus dann auch bis 14.700 runterkommen kann, 14.800 vielleicht so. Das ist durchaus legitim. Ob das so kommt, das muss ich zeigen, ob es so viel Gegendruck tatsächlich aufbringen kann oder ob er einfach noch oben ein bisschen richtig rauswuchtet. Das werden wir schon sehen, wie der kommt. Ich glaube, dadurch, dass so viele drin sind, wird die erste Kerze, die wird relativ schwungvoll, und dann wird er aber erstmal wieder auf der Seite stehen bleiben und sich dann da irgendwie so eine Seitwärtsgeschiebe rausholen. Aber ich denke schon, wir haben das für den Donnerstag gesagt, schön nach oben anreißen, dann schön nach unten durchziehen. Wir haben ja da vom breiten Spektrum gesprochen, ne? Also ich glaube, 14,59 hatte ich unten gesagt und oben bis rein in die 14, was haben wir gesagt, 14,150, 14,200, also da waren wir, glaube ich, relativ grob unterwegs gewesen, ne? Und haben wirklich gesagt, da kann oben richtig rausrotzen, da kann halt richtig raushauen. Das kam nicht, das kam halt erst zu spät, das kam erst am Abend, und da war natürlich keine Zeit mehr für eine Gegenbewegung, und vielmehr hat das natürlich eher nochmal die Leute dazu motiviert, nicht den Short rauszuhauen, sondern eher dazu motiviert, da vielleicht nochmal was nachzulegen. Und da haben wir dann auch bei uns schon im Dienst gesagt, also das ist eher fast was, wo man mit einplanen musste, dass also diejenigen, die da die Updates bekommen, dass man da vielleicht auch um 3:20 dann am Dienstag in den Handel reinkommt, und danach riecht es momentan doch deutlicher, dass unser DAX jetzt hier mit einem kleinen Aufwärtsgap reinkommt und in den Bereich um 3:50, 4:15, 4:60 eben reinstartet. Das wäre für mich, wäre das so ein nächster Bereich. Ich würde jetzt hier einfach mal das ein bisschen aufziehen, dass wir einfach ein bisschen tiefer reinzoomen jetzt hier in die letzte Bewegung rein. Das wäre für mich tatsächlich dann auch so ein Bereich, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, dass er zum Dienstag ein bisschen Gegenwind reinkriegt. Ja, also, dass er hier in dem Bereich um 15,350 dann auch deutlich erstmal wieder zurückzockt. Das kann durchaus erstmal eine 15,270 werden. Wahrscheinlich dann schon wieder eine Gegenwehr. Ansonsten hier in dem Bereich um 15,180, 15,200. Sollte der DAX aber das Gap offen bleiben, muss man sich natürlich auch ein bisschen bewusst machen, was man da oben für Risiken jetzt hat. Und die gehen dann halt immer weiter hoch halt, ne? Also da ist hier die 14,65, 4,65. Das wäre dann so ein nächster Anlaufpunkt. Und darüber hinaus ist natürlich oben offen. Das heißt, wenn denen die Ponys reiten und die kriegt hier zu viel Short-Gegenwind rein und er zeigt euch keine roten Kerzen, auch nicht an der 13,350, ich glaube, dass dort welche kommen. Aber rein fiktiv gesprochen, ihr habt ja die Möglichkeit, ihr seht den Markt später, wie das, was ich bespreche oder was ich hier einspreche. Wenn ihr seht, der rennt durch die 3,51 gerade nach oben durch, dann rennt er bis 4,50, dann rennt er bis 4,60, und wenn er dort nicht dreht, dann rennt er auch durch die 15,500 durch, das juckt ihn dann nicht.
wenn er genug Geld hingeworfen kriegt, dann holt er sich das halt. Ne? Damit muss man sich einfach abfinden. Da bringt es auch nicht, sich zu sehr dagegen zu stellen, zu hoffen und zu beten. Das sind keine Mittel, mit denen man mit dem DAX aufnehmen kann. Da gehört man zu den Verlierern und das ist dann eher eine Frage kurz oder auf lang halt, ne? Bis das mal richtig, richtig dolle wehtut halt. Ne? Deswegen, mein Reden seit, weiß nicht, gefühlt erzähle ich seit Wochen immer wieder das Gleiche. Für mich ist so langsam der Punkt, wo ich sage, ich glaube, hier werden dann auch die ersten zu übermütig. Ich gehe auch davon aus, dass hier am Montag jetzt viele die Reißleine ziehen werden. Also so ein Aufwärtsgap an 350, über 300, das werden sich nicht mehr viele mit angucken. Ich glaube, da werden schon ein paar Stricke reißen und spätestens, wenn er dann noch einen Schlag oben raussetzt Richtung 465, ich glaube, da platzen bei dem einen oder anderen die Leitungen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir die Woche doch deutliche Gegenbewegungen kriegen. Das, was ich eigentlich am Donnerstag erwartet habe, nehmen wir ein bisschen wieder rötere Kerzen drin, mal ein bisschen längerer Druck auch nach unten raus, mal einfach 4-5 Stunden hintereinander, wo es nur runtergeht. Ich glaube, sowas können wir die Woche durchaus einplanen, aber man muss halt noch ein bisschen die Leute floppen halt, ne? Und so eine 15.350, die ist schon gut geeignet. Schönes technisches Gebiet einfach, über der 15.000 ist so und so für viele jetzt schon wieder so der Punkt, wo sie sagen, naja, ob wir jetzt wirklich nochmal 12.000 bekommen, ob wir wirklich nochmal 8.000 bekommen. Das klang vor ein paar Wochen halt noch ganz anders, ne? Das haben wir immer wieder gesagt, hier unten. Ja, als er auch hier hochgezogen ist, als hier raus ist, hier unten. Erinnere ich mich noch an die vielen YouTube-Kommentare, wie sie alle immer gesagt haben, Martin, du analysierst in die falsche Richtung, der geht nicht oben raus, der geht nicht oben raus, der fällt, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche und so weiter und so fort. Ne? Da waren die Leute sich sehr sicher, dass wir nochmal eine 12,5 oder 12.000 oder sowas in die Richtung kriegen. Eher noch, als dass man eine 15.000 sieht. So war ja das Denken auf im Privatsektor. Und jetzt kippt das, glaube ich, schon so langsam. Ne? Also da wird es der ein oder andere geben, der jetzt sagt, naja, Rücklauf wird schon kommen, aber ob der jetzt nochmal bis 12.000 oder 13.000 schafft, das wird schwierig. Wahrscheinlich bloß bis da und dann dreht er wieder und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt wird es langsam interessant. Ja, und deswegen, ich glaube mal, so 15.350 darf man sich auf den Zettel schreiben, auch so eine 15.465 da. Das sind interessante Bereiche. Die 15.500 selbst auch. Aber ich glaube, da wird es darüber dann erst wieder interessanter. Ne, 15.55. Ich glaube noch nicht, dass er das zum Dienstag schon bringt. Ich glaube, der wird jetzt erstmal zu tun haben, seinen Aufwärtsgap zu verdauen. Da wird er genug Spaß mit drin haben, weil da genug Umsatz einfach schon durch das Gap alleine kommt. Vielleicht bleibt er auch einfach auf dem Niveau stehen den ganzen Tag. Ne, schiebt er einfach nur zur Seite, setzt den nächsten Tag nochmal eins oben drauf und dann ein bisschen Gegenbewegung. Ja, aber ich denke schon, dass wir wieder ein bisschen ruppiger am Markt werden. Das hat man zum Donnerstagnachmittag einfach gesehen, wie Dollar das angekündigt hat. Da hat er schon ganz schön rangerissen halt. Ne? Das war echt Druck. Das war eigentlich genau das, was ich zum Donnerstag sehen wollte, bloß dass ich schon am Vormittag sehen wollte, damit er sich schon am Nachmittag unten entladen kann. Das hat er nicht gemacht, hat er erst am Abend gemacht. Aber das war richtig Druck. Da hat man richtig gesehen, da ging ein paar richtig der Kackstift. Ne? Und die haben dann halt Kurzschlussreaktion gemacht. Und dann ist das passiert, was da passiert ist. So, und jetzt kommt noch ein schickes Aufwärtsgap dazu, das wird sehr interessant werden, ja. Und ansonsten, wenn er dann runterkommt, der Bereich ist super interessant, von oben kommt, das wäre eine 15.30 bis, ich sag mal, 14.69, das ist eine super interessante Rücklaufzone von oben oder später tiefer dann hier im Bereich um 14.850 bis 14.800, das passt auch, glaube ich, auf das, was wir im Tageschart gezeichnet haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ja genau, 14.800 hier so in dem Bereich, das passt dann ganz gut. Ne? Also das sind so schöne Rücklaufzonen von oben, wenn es dann mal richtig Stress gibt. Und ansonsten darf man aber natürlich auch bei 270, 180, selbst 15.100 erstmal Gegenwehr nach oben erwarten. Definitiv, der wird nicht wie ein Stein fallen. Aber ich glaube schon, dass wieder ein bisschen mehr Stress auf der Unterseite reinkommt. Aber wartet es ab. Ihr seht das, wenn Stress reinkommt. Das sieht man einfach. Und wenn der nur ruhig bleibt und so flach zur Seite, dann kommt wieder so eine Schusskerze nach oben raus. Dann muss man da nicht drinnen rumschorten. Dann nimmt man halt noch ein paar Punkte long mit. Ja, also das wirklich, das eigentlich muss man es jetzt nicht mehr erzählen. Das ist jetzt schon fast 1.500 Punkte zu spät. Aber wir haben es ja eigentlich durchgängig auch immer wieder betont und immer wieder darauf hingewiesen. Ja, auch wenn es die meisten immer wieder nicht hören wollten halt. Ne? Und jetzt ist so langsam der Punkt, wo ich sage, hier wird ein Umdenken einsetzen, noch dazu eine technische Unterstützung in der Zone hier so drin. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen als Knautstelle. Also könnte ich mir fast vorstellen, hier eine Verkaufszone reinzumalen. Aber das lassen wir mal, es sind so genug Leute short, da muss man nicht noch
motivieren, ja, aber ich persönlich glaube, würde dann auch durchaus, wir haben es schon zum Donnerstag gesagt, ne? Wenn er zum Donnerstag hier anfängt, rote Kerzen zu spucken, dann würde ich mir eine Short suchen. Die kam halt nicht, hat halt einfach stolz nach oben durchgestrotzt und Stabilität gezeigt, Ruhe gezeigt, viel Ruhe gezeigt. Da war noch nichts mit roten Kerzen, aber ich glaube, da sollte man ein bisschen drauf achten jetzt. Ich denke schon, dass die ersten Brocken sich einfach lösen jetzt. Es ist zu lang schon Anspannung jetzt auf der Kiste drauf. Da wird sich jetzt bald was lösen. Das ist einfach normal und passiert auch immer wieder. Von daher kann ich euch gar nicht mehr mitgeben. Wie gesagt, der Bereich hier oben, das ist die Knackpunktzone. Wir werden wahrscheinlich direkt drin eröffnen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und solange grüne Kerzen kommen, aufwärts, 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 aufwärts. Trend ist noch super intakt, achtet aber auf die ersten Erschöpfungssignale. Ich würd schon drauf tippen, dass die am Dienstag kommen. Gut, alles klar, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Dienstag, kommt gut in die neue Woche rein und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.